Ahoi, meine lieben Freunde, und willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft. Wir waren gerade im Truppenlager der Dünenbrecher, dem Ogervolk hier in der Nähe. Haben da dem Anführer jetzt nochmal einen letzten Schlag versetzt, haben aber noch ein interessantes Artefakt gefunden. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob Max sich dafür interessiert. Erstmal Sandscharrer, den haben wir erledigt. Ja, bla bla bla, zufrieden. 52. Das ist eine Faustwaffe. Ja, das kann ich mir besser brauchen. Genau, ihr habt etwas gefunden. Das habt ihr im Ogerbau gefunden. Das ist nichts, um aufgeregt zu werden. Sicherlich ist das nur ein ganz harmloses Schmuckstück. Und ich kann euch genau sagen, was ihr damit zu tun habt. Max fängt an zu flüstern. Seid leise und wedelt mit dem Ding nicht so in der Luft herum. Hört gut zu, Pana. Ich weiß nicht, wie die Oger dieses Artefakt in die Hände bekommen haben. Es handelt sich wirklich um ein Werk der Titanen. Ich bin zwar kein Experte, aber diese Tatsache alleine macht das Ding wohl älter als den Sand, auf dem wir stehen. Ich weiß auch, dass solche Dinge meistens Ärger hervorrufen. Ich will damit nichts zu tun haben. Reist nach Süden, ins Tal der Behüter, und gebt es dem Blutelfen an Doreen Morgendunst. Und bitte, stellt keine Fragen, Schätzchen. Okay. Oh, und hier gibt es nochmal eine Quest für uns. Sag mal, haben wir hier einen Flugpunkt? Nein, haben wir nicht. Was ist denn das für ein Mist, ey? Ja, dann werde ich jetzt trotzdem erstmal nach Gadget zahlen. Dass es hier keinen Flugpunkt gibt. Hier gibt es nämlich jetzt nochmal einen zweiten Teil der Arena-Quest, glaube ich. Die würde ich dann doch ganz gerne machen. Ja, gucken, ob ich hier noch den einen oder anderen Ramob finde. Hier, den hier, was war das? Skorpid oder wer war das? Glutschwinge. Hatten wir den schon? Nie. Den haben wir noch nie gesehen. Also wenn wir den jetzt hier finden würden, wäre es schön. Aber ich sehe hier nichts, was ähnlich aussieht wie ein Ramob. Nur ganz normale Feuer-Rocks. Keine Glutschwinge, aber da hinten in der Entfernung können wir schon die Mauern von Gadgetzahn sehen. Ein Artefakt der Titanen. Ich finde es übrigens ziemlich cool, wie hier die Spuren im Sand immer verlaufen. Da hat man so das Gefühl, das sind diese, aber ich weiß es gar nicht. Hier irgendwas. Ja, weiß nicht, was das war. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wofür diese Fußspuren stehen sollen. Wir hinterlassen ja auch welche, aber die werden immer sehr schnell wieder verweht. Ihr seht das hier, guckt, zack. Und hier lösen sie sich schon auf, da hinten. Das hier sieht aus wie so eine Kutsche, die hier lang gefahren ist. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mal gucken, ob wir in der Lage sind, die Arena hier zu besiegen. Wir haben eine Sonderanfrage erhalten. Ich habe hier eine Notiz von einer Max Schredderschreck, die den Käfig betreten und etwas aus der Welt schaffen möchte. Sie hat euch als Wunschpartner angegeben. Ein Fan eurer alten Erfolge oder vielleicht kennt ihr euch von woanders? Ich würde an eurer Stelle nicht absagen. Das klingt nach einem wunderbaren Finale. Gegen Max? What the fuck? Aber ich hoffe, wir müssen ihn nicht töten. Ihr habt meine Pläne einmal zu oft durchkreuzt genommen. Und meine Geduld habt ihr auch erschöpft. In dieser Stadt ist kein Platz für uns beide. Ich werde versuchen, keine unangebrachte Freude an eurer endgültigen Vernichtung zu empfinden. Ach, wir sollen ihr helfen? Das spielt leider keine Rolle.
Oh. Oh, oh. Alter Schwede. Junge, Junge. Alter Schwede. Er war ein bisschen gefährlich. Und wieso hat das jetzt nicht geklappt? Kann mir das mal jemand erklären? Ich hab doch alles gemacht. Das check ich nicht. Erstmal was essen. Das macht gar keinen Sinn, ey. Ich will auch den Umhang auf jeden Fall haben. Versuch's jetzt nochmal. Irgendwas ist da fehlgeschlagen. Versuchen wir es nochmal. Aber das diesmal besser funktioniert. Soll ich dann eigentlich auch direkt mit eingreifen oder nicht? Das ist auch einfach zu schnell. Ah, jetzt hat's funktioniert. Keine Ahnung, was das war. Wir haben davor noch gegen, keine Ahnung, war das irgendwie, dass wir noch gleichzeitig gegen noch einen Mob gekämpft haben? Ich glaube, da hat jemand noch eine weitere Arena getriggert oder so, weil wir dann plötzlich ja noch gegen diesen komischen Riesentypen da gekämpft haben. Plötzlich hat man da zwei. Ich dachte erst, das gehört dazu, aber ich glaube, das war irgendwie davor mal. Das ist ein vorheriger Teil der Arena-Quest gewesen. Wir haben die ja ganz am Anfang von Tanaris gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, welche Gegner das waren, aber das könnte einer davon gewesen sein. Also dieser Humanoid, dieser Riesenkerl, der da plötzlich vorhin da war. Leider nicht aufgewertet. Ist dennoch besser. Warum wird mir das besser angezeigt? Das macht gar keinen Sinn. 6 Tempo, nur weil da mehr Secondary Stats drauf sind, oder was? Wobei, tatsächlich. 8 Stärke, es bringt mir nur ein Ausdauer. Nee, tatsächlich ist das Ding besser. Wieso hat denn das so ein hohes Item-Level? Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja auch eine Frechheit, oder? Das verkaufe ich dann auch. Den natürlich nicht. Nee, Magiestoff auch nicht. Das kann weg. Das kann weg, kann weg, kann weg, kann. Nein. Schweres Leder. Das ist pur.
Warum sind die so viel wert? Behalten wir es einfach mal. Vielleicht ist es ja wirklich was wert. Leichte Feder noch weg hier. Die werden wir nicht los, die Skorpitschuppen. Also versuche ich es auch gar nicht erst. Bleibt sauber. Ein Holzbein. Ganz ruhig. Mögen die Geister mit euch sein. Na gut. Wo ist denn eigentlich der Flugmeister hier? Für uns ist er draußen, ne? Warum ist der... Ne, ist er nicht. Ich wollte gerade sagen, wäre auch ein bisschen unfair. Ja, hier ist auf jeden Fall noch näher. Mal besser vom Schmugglerposten aus. Dann losziehen. Ist auf jeden Fall auch relativ kurz. Verschlinger. Ich guck mal, ob ich hier wieder jetzt einen Rahmen finde, aber wahrscheinlich ja eher wieder nicht. Aber ist ja eh auf dem Weg, so ungefähr. Ja. Ich bin mir auch gar nicht bei den ganzen Silitinen-Rahmen-Mobs hier, das sind ja einige, ne? Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob die nicht irgendwie in den unterirdischen Tunneln aufzufinden sind. Also da würde ich fast von ausgehen, wenn ich ehrlich bin. Ach, hier ist übrigens die diese Ruine, wo wir letztens verreckt sind. Ich gucke jetzt nochmal rein, ob da der Rahmob ist. Aber wahrscheinlich eher nicht, ne? Ich versuche wieder hier durchzukommen, ohne dass ich abgewandelt werde. Nein, ich wurde nicht abgewandelt. Aber es ist auch kein Rahmob da. Komisch. Komisch, komisch, komisch. So, aber hier gucke ich jetzt mal. Hier, das ist theoretisch der Geifer-Rachen. Was könnte das für ein Mob sein? Geifer-Rachen. Also wenn es nicht noch eine Kreatur ist, die ich noch nicht... Also entweder ist es so ein Wurm, der hier unter der Erde ist, oder ich würde sagen, es könnte auch ein Basilisk sein, aber... Oder so ein Rock. Aber er ist auf jeden Fall auch schon mal nicht da. Ein Skorpion hätte es auch sein können. Ja, es gibt wohl doch ein paar Rahmobs, die eher selten da sind. Also nicht alle haben diesen Autospawner. Wie man es doch teilweise echt gewohnt ist. Bei manchen muss man dann doch mal ein bisschen warten. Ach, guck mal hier. Ein ausgegrabenes Fossil. Jetzt kommen wir also in einen Bereich, wo die Untoten sind. Gut, wenn es um Titanen geht und Untote. Hm? Da bin ich gerade Mishuga oder was ist das hier? Das habe ich noch nie gesehen. Das ist doch neu. Das kenne ich nicht, Leute. Das kenne ich nicht. Das ist neu. Weiß nicht, seit wann es das gibt, aber ich kenne es definitiv noch nicht. Und da ich Tanaris schon mal durchgequestet habe, ist das auch nicht seit dem Kataklysmus hier, sondern es muss jetzt irgendwie mit Legion Battle for Azeroth irgendwie so dazu gekommen sein. Keine Ahnung. Das ist noch nicht lange da. Hier ist ein Flugpunkt. Scheiße. Hätte ich hier erst hier hinreiten sollen und dann... Ah, wobei, es macht eigentlich keinen Unterschied. So. Trödelt nicht herum, wir haben hier zu arbeiten. Andoren wird es wissen. Ihr habt es ausgerechnet in einem Ogerbau gefunden? Undenkbar. Es wundert mich, dass sie nicht versucht haben, es in Stücke zu zertrümmern. Mit ein wenig Glück, Krieger, werden wir hier noch weitere faszinierende Antiquitäten wie diese finden, wenn ihr uns helfen könnt.
Ja, und mit diesen Worten beende ich den Part an dieser Stelle. Wir machen mit der Expedition hier, mit der Morgendunst-Expedition rund um den Prüfer Andorin Morgendunst weiter in der nächsten Folge. Und dann werden wir uns auch mal um dieses mysteriöse Portal, was man hier so ein bisschen erahnen kann, kümmern. Keine Ahnung, hier ist auch diese komischen Steingolems, die kommen mir alle, ist für mich komplett neu, also keine Ahnung, was das ist. Wir werden es uns alles näher im nächsten Part angucken und ja, bis dahin, macht's immer gut, wir hören uns, ciao.